Willkommen zu TikTok Hotlap. Die Formel 1 ist diese Woche im königlichen Park von Monza. Passend dazu werde ich euch hier den Track Guide gönnen. 5,7 Kilometer, 11 Kurven, 2 DRS-Zonen. Das ist tatsächlich die älteste Strecke im Kalender. 1922 wurde sie schon erbaut, aber jetzt mal weg mit den Wörtern. Wir gehen hier los Richtung Turn 1, ab zur Prima-Variante. Das ist tatsächlich Hardcore, das ist der härteste Bremspunkt der Strecke. Hier nur nicht zu spät bremsen. Rechts den Körper leicht touchieren, links rate ich immer gern voll drüber. Und da geht es auch schon raus. Der Exit hier verdammt wichtig. Denn wir gehen zu Bisono, beziehungsweise jetzt mal hier zu Turn 3. Harte G-Kräfte, da zieht sich ja ordentlich am Nacken, bevor es dann hier zu Bisono geht. Links, rechts, da gab es schon mal eine Kollision zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, glaube ich. Aber auch mit Max hatte der da schon mal einen Clinch. Und jetzt geht's in die Lesen muss rein. Sehr, sehr spät kann man bremsen, aber auch natürlich der Schwung, vor allem der Exit, ist unnormal wichtig. Denn hast du hier den Exit verkackt, ist es komplett vorbei. Ab Richtung Ascari, erste DRS-Zone, beziehungsweise wenn man Start und Ziel nicht wertet, ist das die erste DRS-Zone. Jetzt geht es in die Ascari-Schikane, eine verdammt schnelle Kurvenkombi. Hier rechts nur nicht stark den Körper rühren, an der linken Seite besser gar nicht erst anfassen. Und dann gibt es hier eine langgezogene Geraden, wo es auch, ja, gestern, beziehungsweise am Donnerstag, Bernd Mailänder mit dem Safety Car erwischt hat. Parabolika, hier sind auch schon einige Autos durch die Lüfte geflogen und gegen das P-Zero-Schild hier geflogen. Turn 11, klassisch, Steilwindzeit, einfach nur genial. An der linken Seite kommt sogar die alte Strecke raus und an der ersten Kurve rechts kannst du sogar, wenn du im Game fährst, kannst du da sogar noch die Steilwände sehen. Echt eine tolle Strecke, die Vergangenheit, aber auch die Zukunft. Man hat vieles geändert, aber ich hoffe dennoch, dass es das Racing nicht beeinflussen wird. Ich hoffe, euch gefällt meine Hotlap. Macht das Plus weg und das Herz rück. Was denkt ihr? Wer wird den Grand Prix gewinnen? Ich bin verdammt gespannt und hoffe tatsächlich, dass wir einen Roten oben sehen werden. Aber ich bin natürlich offen für vieles. Macht das Plus weg und das Herz rück. Für mehr Formel 1.